begrüße Sie alle herzlich zur Verleihung der Lorenz-Ogen-Medaille der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Mein Name ist Michael Dröscher, ich werde ein bisschen durch die Stunde führen. Den Aufschlag macht jetzt der Präsident der Gesellschaft, Professor Martin Lohse. Guten Tag, herzlich willkommen alle, insbesondere unsere Preisträgerin. Ich freue mich, mit ein paar Worten Ihnen den Preis und die Gesellschaft, die ihn verleiht, vorstellen zu dürfen. Der Preis heißt Lorenz-Ogen-Medaille. Der Gründer der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Lorenz Ogen ist kein Querdenker, aber ganz sicher ein Querkopf gewesen. Jemand, der für Ideale stand, die in seiner Zeit keineswegs selbstverständlich waren. Die Zeit seiner Aktivität ist die Zeit, in der es eigentlich für die Wissenschaft und für das Austauschen von Gedanken nicht gut stand. Es ist die Zeit der Restauration. Die napoleonischen Kriege waren vorbei. Die Heilige Allianz hat versucht, die Monarchien wieder zu etablieren und aufmüpfige Studierende ebenso wie aufmüpfige Professoren möglichst im Schach zu halten oder zu unterdrücken. Das hat auch Lorenz Ogen getroffen, der nach seinem Studium in Freiburg, Würzburg und Göttingen, unter anderem bei Schelling, wo er sich auf die Naturphilosophie eingelassen hat, 1807 Professor in Jena wurde, übrigens unter Zutun von Goethe, der ihn dahin holen wollte. Und der gleiche Goethe hat auch dafür gesorgt, dass er 1819 wieder wegen Aufmüpfigkeit entlassen wurde. Aufmüpfigkeit unter anderem durch die Gründung der Zeitschrift ISIS, eine freiheitliche Zeitschrift, die sowohl der Wissenschaft als auch dem Nationalstaat oder dem Entstehen des Nationalstaates, der Verständigung der Wissenschaftler über das ganze deutschsprachige Gebiet dienen wollte. 1822 hat er dann die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte gegründet, ursprünglich als ein ganz kleines Unterfangen. Er hat es schon im Frühjahr 1821 angekündigt, dass man sich im Herbst treffen sollte, ohne eine Jahreszahl dazu zu schreiben. Und tatsächlich sind im Herbst 1821 schon einige Wissenschaftler nach Leipzig gewandert und haben so lange gebraucht, dass sie die Verschiebung in der Zeitschrift nicht mehr bemerkt haben und sich anschließend bitter beklagt haben, weil sie in Leipzig niemanden angetroffen haben und dort auch gar nichts stattfand. Nun, 1822 ist es dann besser gelungen. Eine Gruppe von ungefähr 19 oder 20, das lässt sich gar nicht mehr genau nachvollziehen, Wissenschaftlern hat dann in einem kleinen Hinterzimmer in Leipzig diese Gesellschaft gegründet mit der Idee, es sollten sich Wissenschaftler austauschen über die Grenzen der Fächer, über die Grenzen der Geografie hinweg und als Verbindung zwischen den verschiedenen Gesellschaften, die an verschiedenen Orten lokal jeweils entstanden waren. Und das Klima der Angst, das ist, finde ich, besonders interessant, ist so hoch gewesen, dass von diesen 19 oder 20 Wissenschaftlern sogar einige ihren Namen nicht preisgeben wollten, weil sie Angst davor hatten, dass sie dann zu Hause verfolgt werden würden. Ogen, wie gesagt, ist dann wegen Aufmüpfigkeit in seiner Zeitschrift entlassen gewesen, hat im Grunde, das klingt so ganz gut, als Privatdozent gearbeitet. Das heißt, er hat eigentlich keinen Job gehabt über längere Zeit, bis er schließlich in der Schweiz, in Zürich, heimisch wurde, Rektor der neu gegründeten Universität wurde. In diesem Sinne darf ich auch Herrn Tholan hier begrüßen, der als nicht einer neu gegründeten Universität Rektor, aber doch neu an einer alten Universität das Präsidentenamt übernommen hat und heute hier als Laudator auftreten würde. Gut. Zurück zu Lorenz Ogen. Seine Gesellschaft war also anfangs sehr klein. Alle Jahr hat sie eine Tagung gemacht. Die Tagungsteilnehmer nahmen zu, bis sie schließlich im 19. Jahrhundert insgesamt die bestimmende führende Kraft der Wissenschaft in Deutschland wurde, geprägt unter anderem durch Alexander von Humboldt, hier haben wir den Herrn Ogen nochmal, aber auch über das ganze 19. und dann auch das
lange über das 20. Jahrhundert geprägt durch die wesentlichen Wissenschaftler unseres Landes, auch geprägt durch die Entwicklung der Wissenschaften. Große Debatten haben da stattgefunden, zum Beispiel über Darwin'sche Evolutionstheorie. Debatten über die Relativitätstheorie, über die Quantenphysik haben die Tagung der GDNA bestimmt. Übrigens eine Gesellschaft, die sehr lange im Wesentlichen durch Männer geprägt wurde. Das sehen Sie an dieser oberen Reihe. Und erst die Frauen sozusagen als Schmuckstücke mitbrachten, aber dann doch auch zunehmend als aktive Teilnehmer. Es gab eine Zeit, wo Vorträge von Frauen so viel Aufruhr erzeugten, auch wegen des Inhaltlichen, dass man dann einen Beschluss gefasst hatte, dass man keine Frauen als Rednerin dabei haben wollte. Darüber sind wir zum Glück hinweg. Und ich darf auch Eva-Maria Neher hier begrüßen, die Präsidentin der Gesellschaft gewesen ist, und Anke Kaiser-Pützaller ist die gerade gewählte neue Präsidentin der Gesellschaft. Die Gesellschaft lebt ganz wesentlich durch ihre Versammlung, und wir hatten das Glück, kürzlich in Leipzig, kürzlich heißt vor 2,5 Wochen, in Leipzig das 200. Jubiläum der Gesellschaft feiern zu können, auch mit einem Beitrag unserer Preisträgerin heute. Und was uns besonders gefreut hat, ist, dass wir sehr viele junge Leute mit einem sehr aktiven Schülerprogramm dabei hatten, die wir zum Beispiel bei Science Slams dabei gehabt haben, die aber auch aktiv die Bühne bei dem Festakt mitbestritten haben, ermutigt durch unsere heutige Preisträgerin, die sagte: Macht den Mund auf, und ich bin optimistisch, wenn ihr die Zeit prägt. Und dass es uns dabei gut gegangen ist, zeigen einige Bilder aus diesen Diskussionen oder hier das Zusammensein mit Herrn Genzel, dem Entdecker sozusagen des Schwarzen Lochs in unserer Milchstraße. Nun zu dem Preis, den wir heute verleihen wollen. Er ist also nach Lorenz Oken benannt, der ein Freiheitskämpfer und ein Wissenschaftsmotor gleichzeitig gewesen ist. Rudolf Virchow hat ihn mal einen Blutzeugen der Wissenschaft genannt, weil er eben in so viele Auseinandersetzungen verwickelt gewesen ist und weil es ihm wichtig war, Wissenschaft im Austausch zu betreiben. Die Tagungen, hat er gesagt, sollten bei offenen Türen stattfinden, also für alle offen sein, so wie wir das heute auch versuchen zu praktizieren. Und deswegen hat die GDNR einen Preis ins Leben gerufen, die Lorenz-Oken-Medaille. Und hier sehen Sie die Liste der Preisträger in der Vergangenheit, sowohl Wissenschaftler, die später große Bedeutung zum Teil erzielt haben, wie Hubert Markel, Präsident der DFG und der Max-Planck-Gesellschaft, wie Harald Lesch, Barbara Hohbohm oder der gestrige Nobelpreisträger Anton Zeilinger, der 2004 diese Medaille bekommen hat. Und heute freuen wir uns, diese Medaille an Mighty Nguyen Kim verleihen zu dürfen. Sie kommen also in eine Reihe, und Sie sehen, es ist zwar nur eine Korrelation, aber die Verleihung dieser Medaille ist auch künftigem Erfolg nicht im Wege. Und den wünschen wir auch Ihnen. Nun, wir haben einen Laudator, der Sie besonders gut kennt und auch besonders gut wird sprechen können, gewählt. Aber so eine kleine Bemerkung: Wie bereiten wir diese Sitzung vor, möchte ich noch machen, um zu zeigen, dass unsere Preisträgerin wirklich inzwischen ubiquitär ist mit ihrem Wissenschaftskommunikation und bei mir auch im Apfelkeller. Diese Zeitung habe ich gestern gefunden, als ich herunterging, um Äpfel umzuschichten, die aus dem Garten bei uns sind. Ist ein Artikel, der ist von 2020 aus der Süddeutschen, also omnipräsent bis hin in unseren Keller. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, und ich darf jetzt unseren Laudator bitten, ein paar mehr Details noch über unsere Preisträgerin zu sagen. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich die Laudatio sprechen darf auf Sie, Frau Nguyen Kim. Das ist mir wirklich eine große Ehre. Ich wurde angefragt zu dieser Laudatio, und es gab auch zwei wesentliche Gründe noch, warum ich nicht Nein gesagt habe. Also sowas geht dann immer bei einem ein, und dann hat meine Assistenz mir gesagt: Herr Todern, Sie werden da angefragt für so eine Laudatio. Sie weiß schon, dass man hält zig Grußworte und man ist da nicht so positiv, und sie versuchte mir schon klarzumachen, das wollen Sie doch sicher nicht. Da habe ich gesagt: Doch, für Frau Nguyen Kim, das mache ich.
Und dann gab es noch zwei wesentliche Gründe. Grund Nummer eins war, Frau Neher hatte mich gebeten, die ehemalige Präsidentin. Und wer Frau Neher kennt, weiß, man schlägt Frau Neher nicht so gerne einen Wunsch ab. Ja. Und der zweite Grund ist, in Göttingen ist Frau Neher meine Vermieterin. Also insofern ist das vielleicht auch gut, wenn man dann also sagt, das macht man. Ja, ja gut, also es geht aber jetzt um unsere Preisträgerin, Frau Nguyen Kim. Frau Nguyen Kim ist Chemikerin, sie ist Chemikerin und hat auch eine chemische Karriere sozusagen hinter sich. Sie hat von 2006 bis 2012 Chemie studiert in Mainz. Ich würde sagen, das ist auch nicht so überraschend, denn ich habe gesehen, der Vater hat bei der BASF gearbeitet und der ältere Bruder hat auch Chemie studiert. Und das ist ja manchmal so, dass man von seinem Umfeld geprägt wird. Das ist hier natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen, aber das kann ich mir dann schon erklären, dass man dann Chemie studiert. Sie ist dann zum MIT gegangen, zu einem der renommiertesten Plätze auf der Welt, hat dort geforscht, hat ihre Promotion dann an der RWTH in Aachen begonnen und verbrachte auch ein Jahr an der Harvard University, auch einer der renommiertesten Plätze der Welt. Also fast so renommiert wie Göttingen natürlich. Dann hat sie auch am Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung gearbeitet und sie wurde 2017 in Potsdam an der Universität promoviert mit einer Arbeit, bei der es im Wesentlichen darum geht, wie man sozusagen chemische Substanzen verkapseln kann, um sie im Körper irgendwo hin zu transportieren. Das ist ja zum Beispiel auch in letzter Zeit sehr wichtig geworden. Sie hat eine wissenschaftliche Karriere gemacht bis zur Promotion und hat auch die renommiertesten Plätze besucht. Da wäre jetzt eigentlich auch so ein Postdoc als nächstes ein Ziel gewesen. Sie hat als Motto, und das habe ich, ich habe ihre Videos geguckt, also das können Sie daran sehen, dass ich mich akribisch vorbereitet habe. Und ich glaube, das Motto, was Sie haben, das ist schon wirklich wichtig, nämlich mit Wissenschaft die Welt verbessern. Das ist das Motto. Mit Wissenschaft die Welt verbessern. Das ist ja nicht jeder, der sagen würde, die Wissenschaft verbessert unsere Welt. Ich glaube, wir haben aber in den letzten Jahren insbesondere gelernt, dass die Wissenschaft eben sehr wohl unsere Welt verbessert, und zwar auf eine sehr schnelle und auch wirklich herausragende Art und Weise. Mit Wissenschaft die Welt verbessern. Also dieser positive Ansatz zur Wissenschaft ist für mich ganz wichtig und den verkörpern Sie. Sie haben sich dann aber, beziehungsweise nicht dann, auch der Wissenschaftskommunikation verschrieben. Also das Fach Chemie hat ja auch nicht die beste Presse immer. Ja, also ich meine, vielleicht kennen Sie das auch. Ich meine, ich kenne Personen, die sagen zum Beispiel, wenn sie irgendwas nicht so sauber oder so finden, da ist Chemie drin, ja, haben Sie sicher auch schon mal gehört, so I, ja, dann sage ich immer, ja, was denn sonst, ja, überall ist Chemie drin und klar, aber Chemie ist nicht so positiv konnotiert, aber Sie haben es geschafft, die Chemie in ein positives Licht zu rücken sozusagen, das muss man natürlich eigentlich nicht tun, aber man muss den Menschen erklären, was Chemie ist. Ich habe übrigens gelesen, Sie sind sozusagen zu der ganzen Wissenschaftskommunikation gekommen über Ihr, ich glaube, das war ein Hobby. Ich meine, was man so manchmal lernt, wenn man so über Personen dann auch was nachliest. Sie waren mit den Penguin Tappers Hemsbach. Aus Hemsbach kommen Sie. Ich meine, auch da lernt man, wo Hemsbach liegt. Wahrscheinlich wird in Hemsbach bald eine Straße nach Ihnen benannt, weil ich nicht der Einzige bin, der mal nachgeguckt hat, wo liegt das eigentlich. Sie waren unter anderem vierfache deutsche Meisterin im Formationssstepptanz und haben 2009 den Weltmeistertitel errungen. Wow, kann ich dazu nur sagen. Ja. Aber das führte auch dazu, dass Frau Nguyen Kim an der RWTH als Hip-Hop-Trainerin gearbeitet hat. Und es gab einen Wettkampf, da sollte man seine Forschung sozusagen tanzend darstellen. Und sie hat dann mit der Gruppe Dancing Drug Delivery, mit so einem Programm, hat sie versucht, das zu tanzen, was sie halt in ihrer Promotion macht. Also auch da kann ich Ihnen das Video nur empfehlen. Also das ist wirklich, wirklich ganz toll. Und so ist es dazu gekommen, dass Wissenschaftsvermittlung plötzlich in das Leben von Frau Nguyen Kim gekommen ist. Sie hat dann schnell natürlich unsere sogenannten neuen Medien
entdeckt und er hat einen YouTube-Kanal, The Secret Life of Scientists, hat sie ins Leben gerufen, mit dem Ziel zu zeigen, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich echte Menschen sind. Also dass sich da coole Typen dahinter verbirgen, dass das wirklich Leute sind, mit denen man auch reden kann, dass die tatsächlich zu normaler menschlicher Kommunikation fähig sind. Ja, das ist auch nicht jedem bis dahin klar gewesen. Und darum ging es zunächst. Sie haben dann in den YouTube-Kanal Schönschlau bei dem, ich glaube, ARD-Medienkanal Funk eröffnet. Und dann haben sie diesen Kanal in MyLab umbenannt 2018, haben 1,4 Millionen Abonnenten dort und im Jahre 2020 das Video Corona hat gerade erst begonnen online gestellt. Und dieses Video ist mit über 6 Millionen Aufrufen im Jahr 2020 das erfolgreichste Video gewesen. Und wer sich das Video angeguckt hat, der wird sehen, also insbesondere, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, ich hatte es mir damals auch schon angeguckt, in diesem Video ist letztlich alles vorweggenommen worden, was wir erlebt haben. Es ist eben nicht so, dass wir mal schnell 2 Wochen Lockdown machen und dann ist wieder alles gut, wie manch einer gedacht hat. Da sind Berechnungen angestellt worden, mithilfe von Fakten, mithilfe von einfachen Abschätzungen, die jeder verstehen kann. Und man konnte sehen, da rollt was auf uns zu. Und ich glaube, das hat dieses Video so erfolgreich gemacht. Und das ist auch das Markenzeichen, dass es bei Ihnen geht es um 3 Sachen in Ihren Videos, um Fakten und nochmal um Fakten. Einfach wirklich anhand von Fakten, die man nachvollziehen kann, Wissenschaft zu erklären. Das ist, ich betone das deswegen, weil das auch nicht immer selbstverständlich ist, dass man Sachen mit Fakten richtig erklärt. Albert Einstein hat mal gesagt, man soll Sachen möglichst einfach erklären, aber auch nicht einfacher. Und das ist natürlich richtig. Also manche Sachen sind halt kompliziert und da muss man sich halt mehr Zeit nehmen, um es zu erklären. Genauso wie Sie das zum Beispiel in diesem Video, aber auch in all Ihren anderen Videos tun. Komplizierte Sachen sind kompliziert, die muss man dann halt etwas länger erklären. Und das haben Sie geschafft. Das zeigen ja allein, man kann ja im Internet genau die Zugriffszahlen auch sehen auf die entsprechenden Videos. Und das ist deswegen gar nicht verwunderlich gewesen, dass der Weg danach ins Fernsehen geführt hat. Ich habe mich immer gefragt, ja, meine Generation ist so mit dem Ranga Yogeshwar aufgewachsen und hat immer gedacht, boah, der macht das ewig. Ja? Man hat sich gar nicht gefragt, wer kann denn da noch mal kommen? Da man gedacht hat, der sieht auch immer irgendwie gleich aus, der macht das. Ja? Und dann 2018 wurden Sie vorgestellt schon und man hat gesehen, Sie können in diese Fußstapfen steigen. Für jemanden wie mich, der so auf diesen Yogeshwar geprimed war, war das natürlich ein Umstieg. Ja, das muss ich zugeben. Ich hatte auch eine gewisse Grundskepsis, die aber sich sofort in Luft aufgelöst hat, weil ich gesehen habe, da ist jemand, der seriös Wissenschaft kommuniziert. Ich betone das nochmal, das ist nicht einfach. Ja, und das haben sie immer geschafft und sind dann ins ZDF gewechselt. Ich vermute mal, das ist so wie in der Fußball-Bundesliga, der Vertrag läuft aus und dann gibt es halt einen anderen Vertrag und dann wechselt man halt. Vielleicht hat dann auch der Spielerberater irgendwie mit dazu beigetragen. Ich kenne mich da drin nicht aus. Und im ZDF geht es ja weiter, im Terra-X-Team mit eigenen Shows wird Wissenschaft präsentiert auf eine Art und Weise, wie sie eigentlich im Augenblick kein anderer kann. Und deswegen sind Sie natürlich eine nicht nur würdige Preisträgerin, sondern die Preisträgerin schlechthin für diesen Preis. Ich möchte allerdings jetzt noch auf Sachen eingehen, die Sie auch gemacht haben, nämlich auf die beiden Sachbücher, die Sie geschrieben haben. Das erste Buch, Komisch, alles chemisch, da geht es eben um Ihre Passion, die Chemie. Und da schildern Sie sozusagen den Chemiealltag, so von morgens, vom Aufstehen, zum Zähneputzen, Kaffee trinken, Mittagessen, ja, dann irgendwie Wäsche waschen, bis abends zu Bett gehen. Sie erklären sogar, was der Begriff bedeutet, die Chemie zwischen 2 Menschen stimmt. Auch da spielt Chemie sich dann ganz am Ende des Tages ab. Also auch das wird alles erklärt und wieder auf eine Art und Weise, wie ich sie eigentlich so noch nicht gesehen habe.
Und ich kann Ihnen das Buch nur empfehlen. Das ist 2019 im März rausgekommen und war gleich auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Und da muss man natürlich sagen, gut, aber da ist ja noch Luft nach oben. Ja? Und das ist dann passiert mit dem Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, welches 2021 im März rausgekommen ist. Das hat es gleich nach Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerliste gebracht. Ich vermute mal, Ihr Ehrgeiz wurde herausgefordert, ein Buch zu schreiben. Dieses Buch, und da haben wir uns kennengelernt in Göttingen, als wir das beim Literaturherbst, als Sie eine Lesung gemacht haben und wir uns dann unterhalten haben. Dieses Buch, also ich bin ein wirklich großer Fan dieses Buches. Und zwar aus dem Grund, weil die kleinste gemeinsame Wirklichkeit ist auch eine Botschaft. Nämlich, am Anfang des Buches wird einem erklärt, wie kann man denn überhaupt versuchen, mit Menschen in eine Diskussion zu kommen, die so ganz anders ticken als man selber. Will man ja vielleicht gar nicht. Ja, da sagen wir vielleicht, das wollen wir nicht. Aber ehrlich gesagt, finde ich, es gibt keinen anderen Weg, um aus dieser auch gesellschaftlichen Polarisierung rauszukommen, als Gespräche zu führen mit Menschen, mit denen man es vielleicht nicht so gerne tut. Das muss man, glaube ich, sehen. Und da ist der Ansatz hier, lassen wir uns doch mal nach etwas suchen, wo beide einer Meinung sind. Ja, was ist sozusagen die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, wo beide noch sagen würden, ja, ich habe mich natürlich sofort gefragt, ich habe mich schon häufiger gefragt, wie würdest du dich eigentlich mit Donald Trump unterhalten? Ja? Was ist denn da die kleinste gemeinsame Wirklichkeit? Wahrscheinlich würden wir uns nicht mal einig werden darüber, ob bei der Frage, ist die Erde jetzt eine Kugel oder eine Scheibe? Schon da könnte es einen Disput geben. Aber man könnte sich ja vielleicht darauf einigen, dass zumindest die Luft, die man in dem Raum atmet, die gleiche ist. Und dann könnte man sich die Frage stellen, ob die nicht vielleicht sauber sein sollte. Und so könnte man vielleicht ausgehend von einer Gemeinsamkeit eine Diskussion darüber führen, anhand von Fakten, wie es in diesem Buch wieder vorbildlich dargestellt wird, dann könnte man vielleicht eine Diskussion führen. Und die kleinste gemeinsame Wirklichkeit zeigt anhand von Fakten viele wissenschaftliche Studien auf, allerdings auch mit allen Hintergrundinformationen, die man braucht. Es gibt ja auch Studien, die sind durchaus verfälscht. Deswegen bin ich geradezu zu einem Fan dieses Buches geworden, weil es nicht nur erklärt, die Sachen, die hier beschrieben werden, also ich bin nicht am Verkaufserlös dieses Buches beteiligt, also das möchte ich jetzt auch nur sagen, sondern dieses Buch zeigt einem auch, wie Wissenschaft funktioniert. Dass Wissenschaft nicht einfach ist, dass man häufig etwas mehr nachdenken muss, dass es sowas wie Hintergrundvariablen gibt, die auch Ergebnisse verfälschen können, dass man wirklich sehr genau hingucken muss. Das zeigt einem dieses Buch. Und auch da kenne ich kein anderes Buch, was einem wirklich so einführt in die Methode der Wissenschaft. Und dann auch noch so klar erklärt, dass ich glaube, dass dieses Buch, das andere Buch ist auch super, ja, finde ich auch super, aber das finde ich jetzt, wir bewegen uns auf ganz hohem Niveau und da finde ich das Buch noch ein ganz kleines bisschen besser und deswegen, also das ist ganz toll. Ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren zu der Lorenz-Oken-Medaille. Ich möchte auch der Gesellschaft der deutschen Naturforscher und Ärzte gratulieren zu der Auswahl, denn es ist nicht nur so, dass der Preis Sie schmückt, denn ich glaube, Sie schmücken auch den Preis. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ich sollte da bleiben, hat man mir gesagt. Aber eigentlich kriegt. Nee, Flasche stehen. Ich bleibe jetzt mal nicht da. Während Sie den Preis übergeben, bleibe ich jetzt nicht da. Gut. Also, ich darf ganz wunderbar zu dieser Preisübergabe schreiten und Ihnen vorlesen, was der Text ist, was die Begründung auch ist, von der Sie jetzt genügend gehört haben, einschließlich Werbeblock für das Buch. Ich kann mich dem anschließen. Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte verleiht im Rahmen des Forums Wissenschaftskommunikation in Hannover
die Lorenz-Oken-Medaille an Frau Dr. Rehanat Maithi Nguyen Kim. Maithi Nguyen Kim steht für eine neue Generation der Wissenschaftskommunikation. Als promovierte Chemikerin vermittelt sie hochkompetent und breitenwirksam Wissenschaft durch Radio-, Fernseh- und Social-Media-Formate. Sie erreicht mit ihren Sendungen Zielgruppen, die bisher keinen Zugang zu fundiert wissenschaftlichen Beiträgen hatten. So hat ihr Kanal MyLab mehr als 1 Million Abonnenten. Sie trägt damit wesentlich zum Meinungsbildungsprozess in der Gesellschaft bei. Lorenz Oken hat im Jahr 1822 die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte gegründet, um den freundschaftlichen Austausch zwischen Naturforschern und Ärzten, aber auch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern. Mit ihrem erfolgreichen Einsatz um die Kommunikation zwischen Wissenschaft und insbesondere jungen Menschen ist Maithi Nguyen Kim eine würdige Trägerin der Lorenz-Oken-Medaille, Hannover, den 5. Oktober 2022. Ganz herzlichen Glückwunsch und ein ganz herzliches Weiter-so. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Oh, du bist... Ja. Ich darf... Ihr Beifall. Ich darf noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir haben natürlich noch was mitgebracht, nämlich die Festschrift zu 200 Jahre GDNE. Ich darf Sie gerne überreichen und Herr Tolan, Ihnen natürlich auch. So, Sie haben das Wort. Wo ist... Hallo. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Elon Musk will ja jetzt Twitter doch kaufen. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich jetzt noch meinen Händel immer auf meiner Startfolie habe. Ich habe den immer auf der Startfolie. Aber da sind wir ja schon mitten beim Thema Wissenschaft und soziale Medien. Und weil ich bei diesem Thema immer etwas ernst und pessimistisch werde, möchte ich vorher ein paar Dankesworte einschieben, bevor die Stimmung ganz im Bach runtergeht. Als Kommunikatorin denke ich ja immer, versuche ich immer vom Publikum auszudenken und ich weiß, Dankesworte sind meistens sehr langweilig fürs Publikum. Das ist meistens einfach eine Liste von random Namen, die man nicht kennt. Aber ich hoffe, ihr werdet noch sehen, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, wem ich was zu verdanken habe. Also natürlich erstmal danke an die GDNL für diese Auszeichnung. Also ich freue mich wirklich sehr. Ich durfte ja schon viele Preise annehmen, aber ich freue mich immer besonders, wenn diese Anerkennung aus wissenschaftlichen Fachkreisen kommt, weil das eben mein Anspruch ist. Ich habe ja die schwierige Aufgabe, die Wissenschaft medial zu vertreten und das macht mich sehr glücklich, wenn die Wissenschaft auch findet, dass ich das gut mache. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie unfair oder zumindest schade, dass solche Preise auch sehr oft an professionelle Medienleute wie mich gehen, also oder dass Wissenschaft von Menschen vertreten wird, die nicht aktiv oder nicht mehr aktiv in der Wissenschaft sind. Aber ich denke, heute sind wahrscheinlich auch viele aktive WissenschaftlerInnen hier und ihr wisst, die Rahmenbedingungen für das Arbeiten, auch die Rahmenbedingungen für Wissenschaftskommunikation, die machen es ja eigentlich kaum anders möglich. Ne? Also ich könnte meine Arbeit nicht nebenbei machen, neben einer Forschung, und ich könnte sie vor allem nicht alleine machen. Also ich habe ein ganz starkes Team um mich herum, zum Beispiel Melanie Gard, die seit dem Anfang von Funk, damals Schön Schlau, inzwischen MyLab an meiner Seite ist und ohne die ich ziemlich sicher nach höchstens einem Jahr die Medienwelt flüchtend wieder verlassen hätte. Aber vor allem geht es nicht ohne diese zwei Herren hier. Das sind einmal links Dr. Jens Völl und rechts Dr. Lars Dietrich. Ohne die beiden geht gar nichts. Zusammen sind wir die am besten gekleidete Wissenschaftsredaktion Deutschlands, möglicherweise Europas. Was auch das Schöne ist, das ist das einzige professionelle Foto, das von uns existiert. Und ich werde jetzt nur noch dieses benutzen. Also ich habe vor, die beiden auch berühmt zu machen mit diesem Foto. Also gerne
fotografieren und teilen. Die beiden sind auch bei Twitter. Jens unter @fmri_guy und Lars, Lars Dietrich, glaube ich, als Lars Dietrich oder Dietrich Lars. Also alles, was ich tue, tue ich in diesem magischen Dreierteam. Nur würden wir überhaupt nicht zum Arbeiten kommen, ohne mein fantastisches Management. Ohne das hätte ich wahrscheinlich immer noch diese Away-Message, True Story. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Leider kann ich momentan aufgrund der vielen Anfragen nicht alle E-Mails beantworten. Bitte gehen Sie bei Anfragen für neue Projekte von einer Absage aus, wenn Sie nicht innerhalb von 3 Tagen etwas anderes von mir hören. Dieser Akt der Verzweiflung, den habe ich im April 2020 eingestellt, weil ich wirklich nicht mehr wusste, was ich tun soll. Seitdem ist viel passiert. Ich bin sehr dankbar, dass ich inzwischen richtig professionelle Infrastruktur um mich herum habe, dass ich mit Funk, dem ZDF und dem Drömer Verlag auch große, ja, ein starkes Team auch in meinem Rücken habe. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich mich auch auf meine Arbeit überhaupt konzentrieren kann. Ich bin da extrem privilegiert. Und bei all der Freude, die ich verspüre über diesen Preis und die Motivation, die wir auch, mein Team und ich, da mitnehmen werden, um auch so weiterzumachen, möchte ich zumindest davor warnen, mich mit all meinen Privilegien nicht als Beleg zu sehen dafür, dass Wissenschaftskommunikation im Informationszeitalter des Internets super funktioniert. klar, ne? Also bei neuen Bildern vom James Webb Teleskop, das finden alle super, das ist so schön, oh, fast jeder Punkt eine Galaxie, toll. Aber sobald Wissenschaft mal nicht Milliarden Lichtjahre entfernt ist, sondern direkt vor unserer Haustür stattfindet, ne? Sei es wegen Corona oder sei es wegen der Klimakrise, dann verwandelt sich mein Alltag in eine Real-Life-Version von Don't Look Up. Ja? Wer von euch hat Don't Look Up gesehen? Okay, Gott sei Dank. Ich habe gerade eben, vor dieser Session war Melanie Brinkmann in diesem Raum. Wir haben uns rein zufällig getroffen. Ich muss dir das doch zeigen. Das haben wir hier bei MyThinkX, also für meine ZDF Neo Show gemacht, also das Grafikteam dort. Und sie kannte Don't Look Up nicht, dann war ich ein bisschen enttäuscht. Dabei ist es ja auch ihr Leben. Gut, also dass unangenehme wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert werden, dass die Leute nichts davon hören wollen und dass man natürlich auch mal beleidigt, beschimpft, bedroht wird, das gehört ja zum Internet-Komplett-Paket dazu, könnte man sagen. Aber gerade in den letzten 2 Jahren hat das Ausmaß an Hass und Anfeindungen, das Menschen erleiden müssen, die sachlich über Wissenschaft aufklären, wirklich ein inakzeptables Maß angenommen. Das ist Dr. Lisa Maria Kellermeier. Sie wurde am 29. Juli 2022 tot in ihrer Praxis aufgefunden. Sie hatte sich öffentlich unter anderem für die Corona-Impfungen stark gemacht und hat dafür sehr viel Hass und Anfeindungen erlitten. Und nach ihrem Suizid haben sich viele deutschsprachige Stimmen, vernünftige Stimmen, die öffentlich über Wissenschaft aufgeklärt haben, zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Und ich bin froh zu sehen, dass einige davon jetzt auch langsam wieder zurückkommen. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch manchmal die Wörter Mut oder Zivilcourage gehört. Und das ist genau das Problem, denn es sollte kein Mut verlangen, öffentlich zu sagen, dass Impfungen Leben retten. Wir müssen Strukturen schaffen in einer freien demokratischen Gesellschaft, in der es keinen fucking Mut benötigt, über fucking Wissenschaft zu sprechen. Und in der es auch... Kein Mut oder auch keine privilegierte Situation, wie ich sie habe, mit einem großen Team und einer regelrechten Firewall um mich herum. Also die sozialen Medien sind ja asoziale Medien, eigentlich wissen wir es alles, das ist kein Geheimnis. Weiß hier, ist ja so, ist ja das Internet, aber wir sollten uns fragen, muss das denn so sein? Ne? Muss das so sein? Wie lange wollen wir das noch normalisieren? Ich meine, Wissenschaft und Internet, da gibt es viele Herausforderungen, die gerade jetzt in diesen Tagen hier in Hannover auf einem Forum Wissenschaftskommunikation sicherlich zuhauf besprochen werden. Sei es, dass die Informationsquellen, über die wir uns alle informieren, dominiert werden von großen Konzernen, die werbefinanziert sind, sodass ganz systematisch Zuspitzung, Polarisierung, Empörung algorithmisch bevorzugt wird. Sei es, dass Social Media einerseits Forschende empowert, ohne Umwege eine Öffentlichkeit zu erreichen, dass dasselbe aber natürlich auch für sämtliche Pseudo-ExpertInnen gilt. Oder sei es, dass das Internet, in dem eben
jeder Sender sein kann und wo Relevanz durch Sichtbarkeit und letztendlich durch Popularität bestimmt wird, natürlich grundsätzlich dem Grundkonzept, dem Grundprinzip von Wissenschaft widerspricht, wo Evidenz eben nicht durch Popularität bestimmt wird. Und all diese Herausforderungen können wir ja nur angehen, wenn vernünftige Stimmen überhaupt präsent sind, ne? Wenn sie nicht weggemobbt werden und wenn sie nicht nur in ihrer Wissenschaftsvermittlung an sich, sondern auch außenrum unterstützt und geschützt werden. Deswegen, ich kann kaum angemessen artikulieren, wie dankbar ich bin, dass ich diesen Beruf frei ausüben kann, mit sehr viel Freude. Es ist der beste Beruf, den ich mir vorstellen könnte. Ich würde ihn gegen nichts in der Welt tauschen und ich wünsche mir, dass noch viele andere auch diese Möglichkeit und die entsprechenden Rahmenbedingungen bekommen. Und ich hoffe einfach, dass auch dieser Impuls, trotz des ganzen Pessimismus, dass ich ihn jetzt hier heute, hier in Hannover, mit all den klugen Köpfen, die in diesen Tagen zusammenkommen, dass das nicht nur anklagend ist, sondern vielleicht auch produktiv. Deswegen, ich wünsche euch alle, die jetzt noch bis morgen da sind auf dem Forum, eine inspirierende und produktive Konferenz. Und ja, danke für die Lorenz-Oken-Medaille. Also ich freue mich riesig und mein Team und ich werden sie nehmen und weitermachen und versuchen, ihr gerecht zu werden. Danke. Ja, das ist Ihr Beifall und er zeigt, dass wir eine gute Wahl getroffen haben. Ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit, auch nochmal drüber nachzudenken, über die sozialen Medien. Meine Frage wäre, die würde ich gleich an Anfang stellen, aber Sie können gerne an der Diskussion beteiligen. In den letzten 10 Jahren gab es da große Verschiebungen in den sozialen Medien in Richtung Wissenschaft oder ist es eine kontinuierliche Entwicklung gewesen, die Sie da erlebt haben? Wissenschaft, also war ja noch nie ein großes, also war vor der Pandemie kein großes Mainstream-Thema. Und ich glaube, wenn jetzt nicht zufälligerweise so ein Jahrhundertereignis wie eine globale Pandemie passiert wäre, hätte Wissenschaft wahrscheinlich öffentlich auch nie dieses Ausmaß an Aufmerksamkeit gewonnen. Und einerseits ist das natürlich toll, denn ohne Aufmerksamkeit gibt es ja auch keinen Impact. Also wenn niemand zuhört, dann kann man auch nichts erzählen. Ich bin aber inzwischen nicht sicher, also ich bin eher pessimistisch darüber, ob das jetzt so gut war für die Wissenschaft. Denn diese mediale Aufmerksamkeit ist immer wie ein Spotlight, ein unglaublich grelles Spotlight, das nur einen kleinen Teil einer sehr großen, komplexen Bühne zeigt und ganz viele Akteure, ne, PolitikerInnen, Populisten versuchen da auch bestimmte Sachen oder Leute auch reinzuziehen in dieses kleine Spotlight. Und durch diese, ja, fast schon jeden Tag wurden wir bombardiert mit irgendwelchen Zahlen und R-Werten, sodass man als Laie den Eindruck haben musste, ich weiß viel über Virologie oder Epidemiologie. Ich höre ja jeden Tag davon. Und natürlich hat man aber nur ein sehr überbelichtetes, verzerrtes Bild von der Wissenschaft bekommen. Und ich glaube, das ist fast gefährlicher zu glauben, dass man sehr viel über Wissenschaft weiß, anstatt wenigstens zu wissen, dass man keine Ahnung hat, wie es vorher war. Ich meine, wir haben ja das Experiment gemacht mit dem Beitrag. Sie haben das eröffnet auf unserer Tagung in Leipzig und haben ja sehr viele junge Menschen dabei gehabt. Vielleicht können wir da ein bisschen was von berichten. Ich meine, die waren ja ausgesprochen engagiert, die sich da beteiligt haben und auch selbst durch ihre Beiträge, zum Beispiel in unserer Slam-Session, haben sie gezeigt, dass man sich sehr stark mit der Sache beschäftigt. Vielleicht sagst du was, Martin? Ja, ich würde gerne
das einbeziehen, aber auch bei der Frage des Kommunizierens von Wissenschaft noch mal einhaken. Wissenschaft ist ja eigentlich eine Disziplin, die ständig, oder sind Disziplinen, die ständig in Bewegung sind und die eigentlich auch vom Widerspruch leben. Überkommene Theorien einzustürzen, das ist eigentlich das größte Vergnügen, was man als Wissenschaftler haben kann, dass die Dinge nicht so sind, wie man denkt, dass sie sind. Und ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Ich bin einerseits total dankbar, dass das in Ihren Sendungen rauskommt und dass man spürt, Wissenschaft ist ein ständiges Hin und Her. In unserer Gesellschaft hat Humboldt das erste Mal so formuliert und quasi gesagt, ohne Streit geht's nicht, weil die Leute die Wahrheit nicht gleichzeitig erkennen, auch die Wissenschaftler nicht gleichzeitig erkennen. Und er hat wörtlich gesagt, ohne den Zwist der Gelehrten funktioniert Wissenschaft nicht. Das ist natürlich ganz schwer zu kommunizieren. Und wenn wir jetzt immer sehen, dass die Wissenschaftler sich widersprechen, dann wundert man sich ja und sagt, also können die sich nicht mal so auf ein bisschen was einigen? Können sie eigentlich nicht, weil das inhärent in der Wissenschaft ist. Das ist aber eigentlich völlig ungeeignet, um das nach außen zu transportieren. Wenn man wissen will, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Und dann finde ich solche Wissenschaftler und andere und wieder welche, die widersprechen. Und die einen sagen, es hält so und so lang. Und die anderen sagen, es sind gar nicht die Antikörper, sondern es sind die Zellen. Und die Dritten sagen wir, das ist alles zusammen. Und die Vierten sagen, wir haben schon immer gewusst, dass Coronaviren keine lang anhaltende Immunität machen. Und all das stimmt irgendwie, aber es ist eben ein ständiger Prozess des Zwistes, so wie Humboldt das gesagt hat. Das ist wunderbar zu kommunizieren, wenn man nicht sofort handeln muss. Wenn man aber handeln muss, dann muss man versuchen zu destillieren, und das ist eigentlich etwas für die Wissenschaft Widernatürliches. Nicht? Es hat ja Organisationen gegeben, ich möchte jetzt gar nicht auf einzelne Sachen abheben, die im Namen der Wissenschaft versucht haben zu sprechen. Das ist eigentlich gerade das, was die Wissenschaft nicht kann. Und diesen Konflikt auszuhalten, ist, glaube ich, das große Thema. Da sind wir dankbar, dass Sie das versuchen. Ich glaube, für die Kommunikation in ganz schweren Zeiten, wie zum Beispiel die Pandemie das ist oder auch wie Klimawandel das ist, da funktioniert das nicht richtig. Und glaube, da sind wir alle gerade am Suchen, wie man das machen kann. Auf der einen Seite sagen, Widerspruch, Neues finden, Überkommenes zu stürzen, ist der Kern der Wissenschaft, und auf der anderen Seite zu wissen, aber es gibt doch etwas, was wir alle wissen und wo wir uns eigentlich einig sein können und müssen und wo wir nicht davon ausgehen, dass das morgen oder übermorgen gestürzt wird. Tja, das ist die Verwirrung, die wir in der Wissenschaft, aber auch in der Wissenschaftskommunikation haben. Herr Dolan, ich muss sagen, ich habe Sie zum ersten Mal gehört, als Sie vor Jahren von dem schönen Versuch berichtet haben, ob James Bond, der ja 60 Jahre gerade jetzt besteht, sein Flugzeug erreichen kann. Also die Physik so darzustellen, dass sie an Beispielen die Menschen interessiert. Ich glaube, das ist ein Punkt, den die Wissenschaft auch gehen soll. Ja, das ist natürlich, ich hätte fast gesagt, das ist die leichte Übung, also mit Wissenschaft zu unterhalten. Ich würde nur sagen, ich glaube nicht, dass das mit der Pandemie jetzt angefangen hat. Denn wer hätte gedacht, dass die Hälfte der US-Gesellschaft irgendwie abdriftet und nicht an wissenschaftliche Erkenntnisse offensichtlich glaubt? Wer hätte das gedacht? Und das war schon vor der Pandemie der Fall. Ich glaube schon, dass das auch alles vorher da war, diese Skepsis, diese komischen Meinungen. Ich meine, gehen Sie doch mal in eine Buchhandlung, da finden Sie dann irgendwie so Sachbücher, ja, so einen kleinen Stand Sachbücher. Und dann gehen Sie ein bisschen weiter und dann kommen Sie in die Spalte Esoterik. Und da finden Sie so eine Riesenspalte Esoterik. Also das ist schon die ganze Zeit da gewesen. Und es kommt jetzt nur raus und man muss jetzt versuchen, auf dieses Problem zu reagieren, was wir schon haben. Was sogar, und ich meine, deswegen ist das Problem noch größer, als wir vielleicht denken, was sogar unsere Demokratie bedroht. Das muss man ganz klar sagen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal zu so einem Schluss komme. Aber wir reden darüber, ob sogar unsere Gesellschaftsform bedroht ist. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel abgewöhnt, über Politiker zu schimpfen. Weil die versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten. Das unterstelle ich zumindest den allermeisten. Aber wenn man da jetzt sozusagen auch noch anfängt, drauf zu schlagen, dann gefährden wir das, was das Höchste ist, was wir haben, unsere Demokratie, die auch erst freie Forschung ermöglicht. Danke. Wenn Sie Fragen haben aus dem Publikum, Sie dürfen gerne sich melden. Sonst hätte ich eine Frage an Sie, Frau Nügen-Kim.
Wissenschaftler und Publizisten. Wir haben hier in diesem Forum Wissenschaftskommunikation ja zwei Typen von Teilnehmern. Das sind die selbst, in Anführungszeichen, selbst Naturwissenschaften betreiben und viele Kolleginnen und Kollegen, die Publikation oder Kommunikation studiert haben und das machen. Wie sehen Sie da die Zusammenarbeit oder die Entwicklung? Werden mehr Naturwissenschaftler gebraucht, um in die BIT zu gehen, oder ist die Arbeitsteilung so, wie sie heute ist, schon ganz auf dem richtigen Weg? Also da ich selbst Naturwissenschaftlerin bin, muss ich erstmal sagen, natürlich Wissenschaftler. Die Sozial- und Geisteswissenschaften werden ja gerne immer so ein bisschen vernachlässigt, die natürlich gerade bei diesen interdisziplinären Fragen, die uns als Gesellschaft rumtreiben, auch sehr wichtig sind. Das hat ja teilweise ganz pragmatisch, das ist ja eine Frage, da stecken ganz viele pragmatische Sachen drin, wie zum Beispiel, was ist eigentlich der Forschungsalltag und wie kann man überhaupt Wissenschaftskommunikation machen? Ich habe ja jetzt auch in den letzten 2 Jahren mit vielen Forschenden gesprochen. Es wäre ja schön, wenn der Zwist, von dem Sie sprechen, das ist ja gar nicht der abgebildet wird medial. Medial wird ja, es gibt ja den Begriff False Balance, also falsche Balance. Es wäre ja schön, wenn es mal eine Talkshow gäbe, wo man über die Details der Immunität diskutieren würde. Das ist ja nicht der Fall. Stattdessen wird zum Beispiel Sarah Wagenknecht eingeladen, die dann sagt, ne, sie möchte einen mRNA-Impfstoff nicht, der ist ihr zu unsicher, sie wartet auf den Totimpfstoff. Und das ist natürlich eine Diskussion, die in der Wissenschaft gar nicht stattfindet, sondern da werden extreme unwissenschaftliche Meinungen gegenübergestellt von einem schon gewissen wissenschaftlichen Konsens. Und besteht ja nur darin, dass Impfungen schützen, wenn auch man nicht sich vielleicht unsicher ist, in welcher Form oder zu welchem Prozentsatz. Und da ist es eben, naja, also es ist natürlich sehr schwierig für eine aktiv Forschende, sich zum Beispiel in so eine Talkshow zu begeben, sich Sarah Wagenknecht gegenüberzusetzen. Und ich habe mit ganz vielen gesprochen, die gesagt haben, sie machen das nicht mehr. Und ich muss dann leider auch sagen, ja, verstehe ich total. Ich bin in einer ganz anderen Situation. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich bin eine Person der Öffentlichkeit. Aber wenn ich jetzt eigentlich ein Labor leite, warum sollte ich mir das antun? Also man kann ja eigentlich fast gar nichts gewinnen. Also das Beste, was passieren kann, wenn ich in eine Talkshow gehe als Forschende momentan oder gerade während der Pandemie, ist, dass ich nicht falsch verstanden werde und dass die Bild-Zeitung danach keinen Verriss über mich macht. Und da kommen halt viele Herausforderungen zusammen. Deswegen denke ich schon, dass Wissenschaftskommunikation, dass das schwierig ist, nebenbei zu machen. Ich finde aber, dass man es unbedingt zusammen denken muss. Also dass Wissenschaftskommunikation ein ganz wichtiger Teil von Wissenschaft und Forschung ist, aber auch das Bewusstsein, dass man das sehr schwierig einfach so nebenbei noch machen kann. Da hätte ich die Frage an den Präsidenten der Universität Göttingen. Welche Rolle spielt das Thema Kommunikation bei Ihren Berufungsverhandlungen? Ich meine, heute... Ja, das spielt insofern eine große Rolle, weil ja Berufungsverhandlungen... Berufungsverhandlungen? Ja. Meinen Sie jetzt die Verhandlungen? Nein, Sie meinen Berufungsverfahren. Die Überlegung, wen man beruft, ja. Ja, natürlich. Da spielt insofern es eine viel größere Rolle als früher, weil man merkt, dass man durch die Präsentation, durch die persönliche Präsentation doch viel verändern kann. Sonst könnten wir uns das Leben einfach machen und nach der Papierform berufen. Also das spielt schon eine deutlich größere Rolle, als es früher noch zu meinen Zeiten eine Rolle gespielt hat. Vielleicht noch eine Bemerkung jetzt zu dem, was Sie eben gesagt haben. Da bin ich nicht ganz der Meinung, denn ich glaube schon, dass man diese Gespräche führen muss. Also ich glaube, man sollte sich vor diesen Gesprächen mit den Personen, auch wenn sie richtig wehtun, also ich glaube es Ihnen, es tut richtig weh, da muss man sie trotzdem... Man muss sie trotzdem versuchen zu führen. Also, denn sonst überlässt man wirklich dieses Feld den Leuten, denen man es gerade nicht überlassen will. Und die verstärken sich untereinander und das hat aus meiner Sicht eine Größe und ein Ausmaß angenommen, bei dem man nicht mehr einfach sagen kann, lass die mal reden. Also ich weiß, dass es wehtut, ich weiß auch, dass man also da... Ich gehe ja dann auch hin, also ja. Aber das Problem ist, ich kann das machen. Ich habe gerade von meinem Team gesprochen, aber wenn, also
wenn Melanie Brinkmann zum Beispiel irgendwie auftaucht und danach ihr E-Mail-Postfach, das ist ja auch meistens eine öffentliche E-Mail-Adresse, die steht auf einer Publikation drauf, allein das ist schon irrsinnig für mich. Also das, auch da denke ich, das ist nicht mehr zeitgemäß. Da müssen wir auch in der Hinsicht auch Forschende mehr schützen. Auch die Bedrohungslage und auch all die schiere, ja, die schiere Zeit, die damit verbringt, was dann alles auf einen einprasselt, davon muss man geschützt werden. Wenn man dann aus welchen Gründen nicht hingeht oder sagt, ich habe auch keine Lust, mal auf der Straße mal angeschrien zu werden, wie es vielleicht Christian Drosten mal passiert, dann kann es sehr schwer zu sagen, ja, naja, man muss hingehen. Ne? Haben Sie völlig recht, aber ich habe ja auch keine Lösung. Ja? Ich habe ja auch keine Lösung. Leider auch nicht. Ja. Aber ja. Man sieht halt, wo dieses... Frau Kleid. Naja. Hm? Zeit vom BMBF, Referat Wissenschaftskommunikation, vielleicht für die Lösung. Wir haben uns in der Factory Viscom ja unter anderem mit dem Thema intensiv auch befasst, dass es für die WissenschaftlerInnen, die diesen wichtigen Job fürs Gemeinwohl, mit den Tolan hat es gesagt, für den Demokratieerhalt eben auch machen, dass es da breite Unterstützung braucht. Ne? Einerseits seitens der Politik, aber vor allem auch dezentral in den Institutionen, in den Häusern, in den Einrichtungen. Und das Tolle ist, Wissenschaft im Dialog, der Bundesverband Hochschulkommunikation sind da ja auch auf dem Weg, solche Unterstützungsstrukturen vor Ort in den Einrichtungen auch zu geben. Einerseits zu schulen, aber dann auch ein Netzwerk zu bilden und wenn Shitstorms oder so da sind, quasi auch in der Community sich gegenseitig zu schützen. Und vielleicht da die Frage an, bei was wären da auch noch vielleicht so praktische Hinweise jetzt für die Kommunikationsabteilungen oder so, auch aus den Gesprächen mit den Kolleginnen, was da gebraucht wird, oder Herr Tholer? Also ich glaube, was Sie sagen, das ist wirklich wichtig, auch diese Schutzmechanismen. Wir hatten das in Göttingen ja auch mit Viola Priesemann, die als die Lockdown-Macherin von der Bild-Zeitung ja diffamiert wurde. Und da können Sie sofort am nächsten Tag ein Statement von mir auf unserer Uni-Homepage nachlesen, wo wir uns sofort schützend vor Sie gestellt haben und gesagt haben, also so nicht, liebe Bild-Zeitung. Und es muss einfach den Mechanismus geben, dass die Menschen, die sagen, wir halten das für falsch, müssen auch sagen, wir halten es für falsch. Also sozusagen so als schweigende Mehrheit, um zu sagen, ja, lass die Dummen sich mal streiten, so ungefähr. Das geht dann auch nicht. Also es ist schon so, dass man darf die Leute dann nicht im Regen stehen lassen. Das würde ich gerne aufgreifen. Ich glaube, dass daran fehlt es noch. Und es ist, ich kenne auch Beispiele, Sie als Kommunikatoren sicher noch viel mehr, wo Institutionen sich gerne weggeduckt haben, wenn es eng wurde. Entweder weil wissenschaftliches Verhalten nicht so war, wie man das dann in der Öffentlichkeit haben wollte, oder wissenschaftliche Aussagen. Ich glaube, wir müssen entsprechend, deswegen bin ich ganz dankbar für Ihren Hinweis, wir müssen tatsächlich an unseren Institutionen arbeiten und sagen, wir sind in einem anderen Zeitalter der Kommunikation und einem, wo auch Institutionen Solidarität zeigen müssen. Ja, noch eine letzte Frage haben wir noch, ja, hier vorne. Ja, vielen Dank, Bayer Kutzner, auch BMBF, auch im Referat Wissenschaftskommunikation. Die Frage, die sich mir stellt oder die ich an Sie hätte, Krisen oder so Ausnahmesituationen auch in der Kommunikation müssen ja auch gemanagt werden. Das heißt, es ist ja auch eine Managementfrage. Und das heißt, wenn Politik zusammen mit Wissenschaft und Medien so eine Krise managen muss, braucht es dafür auch ganz bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen. Also nur weil man Minister, Staatssekretär, Institutsleiter, Wissenschaftler ist, ist man nicht gleichzeitig ein guter Manager oder eine gute Managerin. Da braucht es manchmal zusätzliche Expertise. Wird das in Ihren Einrichtungen denn schon explizit gelernt oder erworben oder eingekauft, um gerade auch mit Blick auf, wie managen wir solche Krisen, vielleicht in der nächsten Runde Pandemie vielleicht sicherer oder erfolgreicher unterwegs zu sein? Also auch wieder interdisziplinär und vernetzt unterwegs zu sein. Lahn, ich glaube, gucken Sie mich jetzt an. Also ja, das ist natürlich so. Wir haben ja heute an den Universitäten ganze Pressestellen. Ich weiß noch, als ich jung war, ja, das war tatsächlich mal der Fall, da war so eine Pressestelle an der Uni, so eine verstaubte, ein verstaubtes Zimmer. Wir haben heute natürlich eine Pressestelle, die zum Beispiel jeden Tag Social Media screent
und mir auch berichtet, wenn irgendeiner unserer Wissenschaftler in irgendeiner Form vielleicht diffamiert wird oder wenn irgendetwas passiert, was darauf hinauslaufen könnte. Also das tun wir schon. Also ich kann nur für Göttingen sprechen. Insofern ist das ja schon mal etwas, um auch diesen ganzen Social-Media-Bereich einzufangen. Und von daher sind wir darauf gebrieft. Jetzt, ob wir bei jeder Krise immer richtig reagieren, das weiß ich nicht. Wir haben in Göttingen auch ganz andere Schwierigkeiten gehabt, sage ich jetzt mal hier. Die waren dann juristischer Art, wo wir nicht sofort reagieren konnten. Aber ich glaube, das, was hier angesprochen wird, da haben wir auch in anderen Kontexten wirklich schnell reagieren können. Ja, vielen Dank. Wenn Sie noch erlauben, eine kurze Frage. Eine kurze Frage noch. Klaus Junglut von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Wie gehen Sie mit der Tatsache um, dass ja Wissenschaft nun leider nicht homogen ist? Es gibt ja nicht die eine einzige wissenschaftliche Meinung. Das war ja gerade in der Corona-Pandemie das Problem. Sie haben unterschiedliche wissenschaftliche Expertisen. Das wird natürlich genau dieser Punkt. Da gehen die Medien rein, weil sie Kontroversen erzeugen können. Zugleich entsteht dadurch Unsicherheit bei denjenigen, die von Wissenschaft überhaupt keine Ahnung haben. Wie ist da Ihr Umgang? Wie ist da Ihr Ansatz? Die Frage richtet sich im Grunde genommen an alle Beteiligten. Also ich würde sehr gerne was dazu sagen. Es ist essentiell, wissenschaftliche Methode zu verstehen und Wissenschaft einzuordnen als Laie, weil sonst kann ich nur unterschiedlichen Autoritäten zu hören und muss letztendlich mich entscheiden, wem ich vertrauen soll. In meinem Buch, das Sie netterweise so gelobt haben, vielen Dank. Ich finde auch, dass es besser ist als das zweite, weil der Kern dieses Buches darin besteht, mit Methodenverständnis. Also das ist das Allerwichtigste. Darauf, generell bei meiner Arbeit, ich versuche immer mitzuvermitteln, nicht nur, was die Wissenschaft sagt, sondern warum, woher weiß man etwas, was wurde eigentlich genau gemacht, was wurde gemessen, mit welcher Methode, mit welchem Studiendesign und warum ist jetzt jenes Studiendesign so stark und aussagekräftig, ein anderes nicht, woher kommen Widersprüche, sind die zumindest nachvollziehbar, logisch nachvollziehbar, warum man zum Beispiel manche Sachen nicht so gut messen kann oder gibt es hier wirklich eine komplette Meinungsverschiedenheit? Also die kleinste gemeinsame Wirklichkeit innerhalb der Wissenschaft, das ist das Schöne. Ich habe dann den Eindruck, dass man sich zumindest gut darauf verständigen kann, auf was man sich einigt. Aber die Anreize, die medial bestehen, bestimmte Experten auszuwählen, ich habe gerade gesagt, viele stehen gar nicht zur Verfügung. Diejenigen, die man sieht, sind eigentlich nur die, die kommen. Das ist schon mal nicht repräsentativ. Und was andere Anreize bestehen in Mediensystemen, die entweder wirklich direkt werbefinanziert sind und dadurch gewisse Anreize haben, je mehr Klicks, desto mehr Geld, aber auch selbst im öffentlich-rechtlichen System wird sehr viel auf Quote geschaut, was ich sehr schade finde. Und das ist nochmal eine andere Sache. Ne? Das sind systemische Probleme, die dazu beitragen. Aber jetzt, was wir machen können für Laien-Empowerment, damit man eben nicht nur so dasteht und sich überlegen muss, wem kann ich vertrauen, ist Methodenverständnis. Also das finde ich erstmal ganz wichtig. Deswegen ist das Buch ja auch so toll, ja, um es nochmal gesagt zu haben. Ja. Aber vielleicht nochmal zu Ihrem Punkt. Bei Ihrer Frage schien so ein bisschen durch, ja, die Wissenschaft, die eine Wahrheit gäbe es ja nicht. Doch, in der Naturwissenschaft gibt es sie schon. Es gibt die stärkste Evidenz. Es gibt das Coronavirus. Zum Beispiel. Die Erde ist eine Kugel. Das ist nicht so, dass da jemand behaupten kann, die Erde ist eine Scheibe, der andere behauptet, dass die Erde ist eine Kugel und jetzt tauschen wir mal unsere Meinung aus und wer mehr Beifall bekommt, der hat dann am Ende recht. So ist es nicht. Also ich glaube, das muss man schon klar machen, dass es den Klimawandel gibt oder es gibt ihn nicht. Das ist nicht eine Meinung, die wir hier austauschen. Und ich glaube, das wird bei manchen wirklich falsch gesehen, dass man in den Naturwissenschaften nicht über Meinungen redet, sondern man macht Experimente und dann redet man über Fakten und dann ist es so oder es ist nicht so. Das wird in der Diskussion häufig vermengt und davon leben Leute, die Naturwissenschaften ablehnen, dass sie sagen, ja, das ist ja nur eine Meinung, ja, andere haben eine andere Meinung und der Nächste hat die Meinung und am Ende ist das irgend so ein grauer Brei, bei dem sowieso keiner genau weiß, was rauskommt. Und davon leben sozusagen die Fake News, von genau dieser Haltung und das muss man auch klar benennen. Ich glaube, auf Seiten der Wissenschaft würde dazu auch ein bisschen mehr Bescheidenheit gehören. Nämlich, dass man erstmal sagt, wo ist die gemeinsame Wirklichkeit, genauso wie Sie beschreiben, sagen, es gibt
die Existenz des Virus, die kann eigentlich kein ernstzunehmender Wissenschaftler bestreiten oder dass die Erde rund ist, jedenfalls angenähert rund ist. Das zu sagen und dann aber auch zu sagen, und über dieser gemeinsamen Wirklichkeit gibt es unterschiedliche Meinungen und dass man darüber auch aufklärt, warum ich jetzt zu einer bestimmten und jemand anders vielleicht auch zu einer anderen Meinung kommt und da sich selbst ein Stück weit zurückzunehmen. Ich war unglücklich jetzt im Rahmen der Pandemie, die ja viele Schwächen offengelegt hat und ich glaube auch Schwächen unseres Kommunikationssystems, neben der Bahn und was es sonst noch an Schwierigkeiten gibt, die man plötzlich sieht. Ich war unglücklich darüber, dass da manchmal sozusagen Dinge nur behauptet wurden im Namen der Wissenschaft. Dann haben sie so einen 12-Punkte-Plan und sagen, die Wissenschaft sagt bong, 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 bong. Aber es waren vielleicht nur Punkt 1 bis 3, die unumstritten waren und Punkte 4 bis 7, ja, so einigermaßen und 8 bis 12 könnte man auch anders sehen. Und das besser herauszustellen und die Argumente, die dahin führen und zu sagen, hierfür spricht sehr viel, weil, da spricht aber auch ein bisschen was dagegen, weil, das wäre, glaube ich, in dieser Zeit wichtig gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Wissenschaftler auch nochmal neu lernen müssen und wo wir die Kommunikatoren brauchen. Und das vielleicht als Schlusswort. Wir brauchen diese wissenschaftlichen Gesellschaften, auf denen die Auseinandersetzungen stattfinden. Und wir brauchen die Kommunikation, die das differenziert zu transportieren versucht. Ja, vielen Dank.